Kerl. Man wird dich prüfen. Ja. Aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt. Wir werden immer kämpfen. Das ist die Prüfung. Die Wahl, weiterzukämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Das sieht wie ein Durchgang aus. Mit dem Eis passe ich auf. Der Jedi meditierte hier. Er kehrte an wichtige Orte zurück und sinniert über seine Abenteuer und Prüfungen. Nicht viel zu sehen, richtig? Wir sollten wieder runtergehen. Mein Gesicht wird taub. Was ist das? Gute Arbeit. Er war früher wunderschön. Die Wärme ist angenehm.
Den Raum kenne ich. Meister Yoda schmolz die Tür und ließ uns in die Höhle. Nicht mit der Macht, mit dem Kristall. Das Licht ging hindurch und trug die Wärme. Ich wette, das können wir auch. Rissen unter Wasser drängt Hitze. Aber hier oben ist es eiskalt. Ich spüre ihn. Er ruft mich. Es ist nicht weit. Jedi können ihren Kyberkristall nicht wählen. Er wählt dich. Ja, so ähnlich wie du. Gut gemacht. Nur ein kleines Beben. Alles in Ordnung. Hoffentlich hält das. Beeilung! Das sind sie. Wir haben die uns gefunden. Hast du ihn zuletzt? Er wollte in die Höhlen. Ich habe ihn gehört, aber nicht gefunden. Vorwärts, BD. Sein Licht. Hier durch. Das spüre ich. Wir sind fast draußen. Ich verspreche es.
Komm bloß nicht näher! Bitte! Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist soweit. Wir sehen uns vielleicht zum letzten Mal. Ich spüre den Untergang des Ordens der Jedi nahen. Nein. Scheitern ist nicht das Ende. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Wie du, BD1. Du wirst jemanden finden, der ebenso mutig ist und hartnäckig wie du selbst. Und du wirst ihm helfen. Genauso wie mir. Aber dein Speicher wird komplett gelöscht sein. Bist du sicher, dass du das willst? Leite komplette Speicherverschlüsselung ein. Nur durch eine Vertrauensverbindung wird dein Speicher wieder hergestellt. Ich glaube an dich. Das habe ich immer. Und ich glaube an den, den du auswählst, mich zu ersetzen. Leb wohl, alter Freund. Du hast für mich deine Erinnerung riskiert.
Ja, ich glaube auch an dich, Kumpel. Du hast recht. Noch gibt's eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Komm schon. Schon, BD. Hey, unter uns! Ich werde tun, was ich kann. Lass sie doch ordentlich verprügeln. Er ist getroffen. Gleich haben wir ihn. Jemand anderer soll ihn angreifen. Jetzt, BD. Er hat Schaden erlitten. Die Lady ist gefährlich. Macht ihn fertig. Ist da jemand? Identifizieren Sie sich. Unbedeutend. Lady beobachtet. Oh, schön. Ja. Man kann die Kristalle kaum ansehen, nach dem, was wir durchgemacht haben. Sieh, wir müssen hier weg. Sie nehmen Illum ein. Alles in Ordnung? Nein. Wurde entdeckt. Das ist nicht alles. Sie bauen Kalberkristalle ab. Bereit machen zum Start. Nicht nachlassen! Jemand anderer soll ihn aufhalten. Oh nein. Ich glaube, jetzt ist verbieten. Ausweichen! Auch einen Muntermacher. Auf dich kann ich immer zählen. Da oben ist ein Eindringling.
Hilfe! Da ist jemand. Hilfe auf der Flucht! Ich bleibe an dir dran! Auf deinem Boden! Das hältst du nicht mehr lange durch. Jedi in Sicht. Hierher, BD. Benötige Wartung. Ziel ist extrem mobil. Noch ein Stimp. Du bist auf allen imperialen Kanälen. Du bist auf allen imperialen Kanälen. Sie schicken alles, was sie haben. Ihr und Grease seid sicher? Wir sind versteckt, aber der Sturm zieht ab. Bald ist unsere Deckung weg. Kann man das Signal der Mantis tarnen? Ah, das klappt nur, wenn sie es nicht erwarten. Ich habe eine andere Idee. Ja, sehen wir es uns an. Jeder Pfad ist anders, Jüngling. Hüte dich vor deiner Wut. Ihre Verschlüsselung ist gehackt. Ich störe Ihre Nachrichten, aber das geht nicht lange gut. Vielleicht gewinnen wir so Zeit. Danke. Wir sind überall Sturmtruppen. Illum war unser Planet. Ja, das dürfen Sie nicht vergessen. Ich regel das. Komm schon, auf ihn! Vielleicht ein bisschen Hilfe. Sie sind durchgebrochen und haben Verstärkung gerufen. Jeder Sternzerstörer im Sektor kommt hierher. Wenn sie vor dir hier ankommen. Nein, sie dürfen uns jetzt nicht noch kriegen. Ich bin da. Hier, da kommt Besuch. Grease soll die Mantis schließen. Was? Mit dem Imperium im Schlepptau? Hast du sie noch alle kleiner? Vertraut mir. Okay, wir schließen das Schiff. Ohne euch alle wäre ich nicht hier. Als ich auf Bracca war, träumte ich davon, Coruscant mit Überlebenden vom Rat der Jedi zu stürmen. Jetzt setzt der Orden alles auf einen Spieler, einen gefallenen Jedi und einen gescheiterten Padawan. Ein Haufen Versager. Das kannst du laut sagen. Auf BD kann man sich verlassen. Er ließ Cordova seine Erinnerungen löschen, blieb zurück, um uns zu führen. Aber auch wenn es unmöglich erscheint, ihr beide würdet alles opfern und weitermachen. Scheitern ist ein Teil der Reise. Jetzt verstehe ich. Danke. Euch allen. Hey! War auf Zepho nicht dieses abgestürzte Riesenschiff? Ob es da drin was zu holen gibt?
Datomir, hm? Ich muss mich ihm stellen. Ja. Und jetzt bist du bereit dafür. Was ist mit euch und Trilla? Vielleicht werde ich nie bereit sein. Du weißt, was du tun musst, um dich zu heilen. Und das macht mich sehr stolz auf dich. Mein Weg ist anders. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Alles wird gut. Alles wird gut. Danke, BD. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracca verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Du musst meine Lehre übertreffen, ansonsten stirbst du hier. Du bist stärker geworden, benutzt aber noch dieselben alten Methoden. Flucht. Die
Waffe beeindruckend. Aber ist Kraft die Antwort? Meister, ich werde nie vergessen. Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Und vergiss nicht, Beharrlichkeit enthüllt den Pfad. Du kehrst also zurück. Mutig, aber nicht weise. Ja, vielleicht. Merrin, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Dort liegt dein Ziel. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Mein Freund, der Erwerb neuen Wissens hat mich nie abgeschreckt. Hier ist was Furchtbares geschehen. Ein Massaker. Mord an den eigenen Leuten. Für versprochene Macht. Malikos? Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was in diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Cal. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen. Oh, du armer Narr. Es ist vorbei. Die Zeit der Jedi ist längst vorbei.
Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Erblindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datomir dein Grab sein. Nur Feigling. Es war falsch, dich an meiner Seite zu wählen. Stirb, Welpe! Ihr habt kein Recht auf Datomir. Kein Recht auf unsere Magie. Steh auf, Cal Kestis. Noch bist du nicht tot. Du hast dich abgewehrt. Sehr gut, Jedi. Glückstreffer. Malikos, Datomir wird euer Grab sein. Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen, bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Was willst du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium, das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden. Danke für die Hilfe mit Malikos. Ich dachte, ich wäre geliefert. Ja, so wäre es gekommen. Ja. Zum Glück kam es anders. Ich habe gern einen Verbündeten. Ja, ist eine schöne Sache. Gern geschehen, Cal. Dieser Ort ist grauenhaft. Endlich gefunden. Ja. Es ist wahr. Maren, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und was dann?
Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört. Nein. Aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Ja. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Ich auch. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Nicht nach vorn. Jetzt los. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Wenn Malikos fertig wird. Als Prüfung? Glückwunsch. Du hast bestanden. Wirst du mir dabei helfen? Diese Frau, mit der du reist. Wer ist sie? Sie? Woher weißt du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl, sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Sie. Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Ich würde sie gern hören. Wir treffen uns bei deinem Schiff.